Hallo Freunde, willkommen zurück auf der NF Match Map 1.2 vom lieben Fat Action, der ja auch der Herausgeber der wunderbaren nordfriesischen Marsch Map ist. So, jetzt habe ich mich auch mal in dieses, ich lasse es einfach unkommentiert. Viel Spaß auf jeden Fall beim Zugucken, beim Duell vom Friesenjungen. Moin. Gegen Experience, das bin ich. Und ich würde einfach sagen, wir verlieren nicht allzu viel Zeit und machen direkt weiter. Was meinst du? Ja, würde ich auch sagen. Ne? Zeit ist kostbar, Zeit ist Geld. Also in diesem Sinn, bis gleich. Bis denn, tschö. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück hier. Ich habe ganz vergessen, euch noch was zu erzählen. Ihr müsst euch mal reinziehen. Da fahre ich auf der Autobahn. Und es kommt halt schon mal vor, dass man auf der Autobahn fährt. Das ist, so ist das ja nun nicht, ne? Aber das Lustige daran ist, dass... ich weiß auch nicht, ob das unbedingt so lustig war. Warte mal, ich muss mal eben gucken hier. Palette. Läuft unter Leerpaletten? Hagebau. Ach, ihr wollt mich doch veräppeln. Muss mal eben gucken hier. Leere Palette. Das ist Zellstoff. Und das sind Leerpaletten, oder? Sieht mir auf jeden Fall ganz danach aus. Ach, guck mal hier, so viel Unterschied ist da nicht. Und hier ist der Preis sogar nach oben geschossen. Dann machen wir doch ganz einfach Folgendes. Wir verdienen noch ein bisschen Geld. Und dann erzähle ich euch gleich, was ich nämlich eigentlich erzählen wollte. LS17 Paletten. Ja. Versuchen wir das mal. Ich wollte euch nämlich erzählen. Ja, wie gesagt, also ich auf der Autobahn unterwegs, ne? Alles tutti futti und so hier. Und es fängt an zu regnen. Und auf einmal fängt mein Scheinwischer ganz fies an zu knarren. Also ich muss dazu sagen, ich fahre noch einen alten Polo 6N. Und meine Frau fährt das richtige Auto und ja, es kommt natürlich, wie es kommen muss. Es fängt an zu knarren, aber so richtig fies an zu knarren, muss man auch dazu sagen. Und ich weiß nicht, was es war, ne? Auf einmal fängt der Scheinwischer an und macht Mucken in Form von, ja, ich wische jetzt nur noch mal so, keine Ahnung, 10 cm nach links und nach rechts. Und ja, Ende vom Lied war, dass das scheiß Gestänge vom Scheibenwischer gebrochen war. War natürlich nicht ganz so lustig. Aber auch das haben wir irgendwie hingekriegt. Ich habe dann, oder bin dann hergegangen und habe das scheiß Gestänge ausgetauscht. Das ist auch, boah. Ätzend einfach sowas. Das sind so Dinge, die braucht man einfach nicht. So, warte mal. Brauchen wir denn irgendwo Wasser? Irgendwo braucht man doch bestimmt Wasser, ne? Ja, prinzipiell. Ja. Bei den Bäumen hier hinten. Das nervt mich so ein bisschen, ne? Dass ich hier das falsche Fass habe. Ich werde erstmal ein Fass aufmachen hier. Was wir aber auf jeden Fall gleich machen werden, ist erstmal einen Kurs einfahren. Zur Brücke. Und von der Brücke aus dann, wir werden uns auf jeden Fall noch ein Auto ausleihen. Auf der anderen Seite. Und dann den restlichen Kurs einfahren. Ich möchte nämlich ganz gerne das Weizenziel so schnell wie möglich erreicht haben. Da geht kein Weg dran vorbei. So, wir haben 47.000 und 59.000, wenn ich mir nämlich jetzt so eine geile, ach nee, warte mal, hier ist noch zu früh, so eine geile, so ein LKW mit Auflieger ausleihe, dann müsste das eigentlich funktionieren, was ich mir so vorstelle. Ich meine, ich kipp das Wasser jetzt einfach da rein. Ja, das ist jetzt nicht das Ding hier, wir machen das einfach. So. Zack und weg damit.
Und das Fass können wir eigentlich hier stehen lassen. Das brauchen wir nämlich jetzt erstmal nicht. Wir machen jetzt Folgendes. Wir besuchen die Brücke bei Nacht. So. So, das müsste funktionieren. Alles klar. Kursaufzeichnung beginnen und los geht's. Ich möchte nämlich jetzt einen Kurs einfahren, der hier losgeht und am Hofsilo endet. Und dann fahren wir vom Hofsilo aus einen Kurs ein, der zur Brücke führt. Dann fahren wir einen Kurs ein, der auf der anderen Seite der Brücke dann beginnt quasi. Und den wir dann einfach nur noch kombinieren müssen nachher. Und dann ist nämlich dann der eigentliche Abfahrkurs nämlich schon fertig. Und wir müssen einfach nur die Fahrzeuge auf den Kurs stellen und einfach nur zugucken, wie das Ganze dann nachher hoffentlich so weit funktioniert. Das ist der Plan. Wir werden mal gucken, ob das Ganze so auch passt, wie ich mir das vorstelle. Wir werden dann hier durchfahren. Und werden... Ah, schon zu weit. Warte mal, wir machen das anders. So. Letzten Wegpunkt weg. Ja, wir können das eigentlich so abspeichern, wie es ist. Ah, passt schon. Wir speichern das Ganze unter 1. Wir wollen ja nicht verraten, was wir hier tun. So, wir fahren noch ein Stück vor. Bis hier ungefähr. Kursaufzeichnung beginnen. Ich mache das jetzt alles hier so aus dem... Oder ich zauber mir das Ganze einfach mal aus dem Hut, muss ich ehrlich dazu sagen. Wenn alle oder wenn wirklich alles gut geht, dann funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle, ne? Muss gleich mal gucken, was an der BGA los ist, ob das jetzt wirklich so gepasst hat. Ich fahre jetzt aber erst den Kurs zu Ende ein, speichere den ab. Boah, und bitte, bitte lass das echt alles so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, ey. Das wäre echt total geil. So, den speichern wir unter 2. Jetzt gucken wir mal eben schnell zur BGA. Abfahrer entlassen, dann verkaufen wir eben schnell erst. Zack. Nee. Ach komm, dein Ernst? Ernsthaft? Schon besser. So. F-
415. Scheiße, es fehlen noch 3 Ladungen. Was hat er denn hier gemacht? Das muss man nicht verstehen. Kannst doch gerne hier. War dem jetzt nicht ins Gehege hier, ne? So. Der fährt. Hier wird gefahren. Hier wird nicht gefahren. Warum wird hier nicht gefahren? Oh, dann kann das ja nicht funktionieren. Ich muss mir mal eine Bahn aussuchen, wo hier noch ein bisschen was zu holen ist. Das ist ja völlige Katastrophe hier. Warum ist denn hier jetzt wieder kein Versatz angesagt? Komisch, ne? Und hier ist so viel Versatz drin. Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass das mit der letzten Konstellation von CP und Konsorten zusammenhing. Weil da war ja auf jeden Fall einiges im Argen. Ach komm. Warum hat er denn da noch so viel stehen lassen? Ich weiß nicht, was dieser Abfahrer hier hat, ne? So, lass den jetzt mal bitte fahren. Alles klar. Das sieht ein wenig vertrauenerweckend aus, wenn das Ganze doch so wieder klappt hier, wie ich mir das vorstelle. Ach, er will abfahren. Alles klar. Boah, 4 Uhr schon? Verdammt. So, ich muss mal ein bisschen Gas geben jetzt. Traktoren. Leih mir den jetzt einfach mal mieten. Initiale Kosten. Eigentlich brauche ich nur sowas hier. So. Jetzt muss das alles ratzfatz gehen hier. 5 Uhr, um 8 Uhr geht die Brücke runter. Was haben wir gesagt, bis 6 Uhr oder was? Jo, bis 6 Uhr. 6 Uhr und danach geht es dann noch etwas gediegener zu Gange. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, ich schieße mir nicht ins Bein damit, dass ich jetzt hergegangen bin und habe gesagt, okay, ich mach da irgendwelche Dinge und stopfe die ganze Silage ins Silo, statt die vielleicht einfach als Bein zu pressen und dann wegzubringen. Ne? Das ist halt auch noch so ein Ding, was mich verfolgt. Stress, Stress, Stress. Erstmal einen Schluck trinken. Ah, jetzt geht's wieder. So. Ja, muss auf jeden Fall. Ne?
Boah, ich bin so gespannt, ob das funktioniert, ey. So, Matchbereich. Wo fahre ich denn da rein? Oh Mann, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da muss ich lang, ne? Boah, bitte lass es richtig sein. War es nicht. Abbruch. Ein zu früh abgebogen. Ja, so kann's gehen. Und hier, wie sie hier im Kreis fahren. Sechs Uhr. 6 Uhr, mein Freund, ne? Danke. Ja, wenn man nicht auf alles achtet. Muss mir ja noch so ein bisschen das Ganze hier. Ja, hoffentlich schön machen. So, wir holen ein wenig aus, fahren hier rein und befinden uns am Matchbereich. Das ist die 2. Macht mal aus. Kursaufzeichnung beginnen. So, wo ist Weizen? Weizen ist links, oder? Ja, super. Alter Schwede, bevor ich mir mal einen Kopf gemacht habe, wo hier was ist. So, gucken wir mal. Sonnenblume. So, ja. Ja, pass auf. Hier ist Weizen. Alles klar. Ist ja noch besser. Ja, ein bisschen gerade ziehen das Ganze oder halbwegs gerade zumindest. Danke. Rückwärts. Das ist die 3. Ah, dann haben wir sie doch. Dann könnte das doch noch passen hier. Ja, so läuft das. Das könnte echt hinhauen. Ich könnte ausrasten. Nein, Spaß beiseite. Ausrasten tue ich deswegen jetzt nicht. Aber ich freue mich schon ein bisschen, dass das doch noch hinhaut.
Man sieht auch nichts, ne? Die 4. Ich bin der Einzige, der den Juliman hat. Dann gehen wir den zurück. Hüpfen auf die andere Seite. Und auf geht's zurück zum Hof. Dann kombinieren wir das Ganze gleich schnell. Und dann hoffe ich, dass das Ganze passt, ey. Puh. Und das alles wieder hier in 20 Minuten zurechtgetüttelt, ey. Geil. Dann leihen wir gleich noch die Fahrzeuge aus. Beziehungsweise den Auflieger und den LKW dazu. Warte mal. Den habe ich doch schon, oder? 1, 2. Wieso gibt es denn hier zweimal die 2? Was habe ich denn jetzt gemacht? Warte mal, das brechen wir erstmal ab. Den Kurs habe ich doch schon, oder nicht? Boah, ohne Mist, ne? Wenn das jetzt in die Hose geht, was habe ich denn hier? Also, ich habe die 1. Ach, die 1 ist das, alles klar. Die 2. Warum ist denn die 2? Die 2 geht dahin. 3. Was ist denn das? Ah ja, okay. Und die 4. 1, 2. Wollen wir zum Matchbereich? Von der Brücke zum Matchbereich fehlt mir, ne? Ich depp. Mein Gott. Ich mach was mit dem LKW. So, und jetzt noch den Auflieger dazu. Das dauert mir sonst so lange, ne? Habe ich denn hier einen Nachfolger drin? Uhr. Aber habe ich nicht einen Kurs gemacht, der dahin führt? Aber was speichere ich denn hier ab? Zweimal die 2. Geht an der Brücke los, führt zum Hof. Die 2? Ja, da ist er doch. Den speichern wir unter 5. So.
Dieser ist das, ne? Ja, den können wir löschen. So, wir brauchen die 2, die 3. Nein. Die 2, die 4. Auch nicht. 3, das ist der falsche. 4. Wir zurück. 5. 5 ist es. Die 2, die 5, die 3, die 4 und die 1. So, jetzt haben wir es aber. Und dann speichern wir das einfach unter. Match Gedöns. Nichts verraten, was, welches Ziel wieder ansteuern. Match Dinge. So. Musste gerade mal verschieben, sorry. Macht nichts. Kann das ja dann hier alles noch ein bisschen anders nennen, wenn es denn soweit ist. So. Herrlich. Herrlich. 7.29 Uhr. Du sollst machen. Beladen am Startpunkt. Du sollst fahren. So. Uhr und wir haben noch 3 Minuten Zeit in dieser Folge. Das könnte ein bisschen schnell sein. Deswegen möchte ich da nicht zu viel. Und du sollst Match-Dinge, Match-Gedöns, zack. Genau, so soll das funktionieren. Boah, ich hoffe so sehr, dass das funktioniert, ey. So, jetzt machen wir das schon mal. Und den fahren wir schon mal. Vorne an die. An die Brücke und stellen da hin. Meine Güte. Das, jetzt steigt die Aufregung. Hui, erstes Ziel oder nicht? Da tut sich noch nichts, das ist ganz gut. Ah, abfahren lassen. Warum stehst du denen im Weg? Der hat 4%, das heißt, du kannst eigentlich am ersten Wegpunkt anfangen und abfahren. Weg mit dir. Puh. So. Da ist mein Vario. Wie schnell ist er denn eingestellt mit 53? Das könnte auch ein bisschen zu schnell sein. So. Stellen wir den nochmal schnell ein. Kling, kling. Verrückt. Ja, ist Wahnsinn.
Ja, gut, liebe Leute, dann würde ich einfach ganz gerne an dieser Stelle die Folge für beendet erklären und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Macht es gut. Ciao, ciao. Danke, ciao.